Di Matteo legt auf Schalke los. Um 14.30 Uhr sollte das Training beginnen. Doch es geht viel schneller. Um 14.04 Uhr steht der Schweizer im dunkelblauen Trainingsanzug auf dem Platz. Mila, bleib mal da hinten hinter dem Gitter. Mila. Ganz klares Zeichen. Der Nachfolger des zwei Tage zuvor beurlaubten Jens Keller möchte bei den Gelsenkirchenern nichts dem Zufall überlassen. Schon lange vor der für 14.30 Uhr angesetzten Einheit baute der 44-jährige Di Matteo die Hütchen für die vorgesehenen Übungen auf. Mit ihm auf dem Platz waren zu diesem Zeitpunkt auch sein Assistent Attili Lombardo und Torwartcoach Massimo Battera. Manager Horst Held beobachtete das Geschehen beim aktuellen Tabellenelften von einem Balkon der Schalker Geschäftsstelle. Er steht für eine gute Organisation, eine eigene Spielphilosophie und legt viel Wert auf Disziplin. Auf dem Platz und außerhalb des Platzes, hatte Sportdirektor vorher wissen lassen. Ja, dann kommen wir gar nicht. Was die in der Schweiz gemacht haben, haben die auch verkauft. Boah, ist hier nicht schlecht. Kriegen ja nur 5.000 Euro. Dann wurde es ernst. Di Matteo begrüßte sein neues Team im Beisein von mehr als 1000 Fans per Handschlag. Unter den 25 Spielern war auch Weltmeister und Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes, der zuvor wegen einer Verletzung 3,5 Wochen pausieren musste. Später war Di Matteo fast immer mittendrin, denn er möchte nicht nur fordern und fördern. Um seinen Bundesliga-Profis zu veranschaulichen, wie er es gerne hätte im Training, machte der Schweizer, in der Schweiz geborene Italiener, Teile der Übung selbst vor. Ein Vorbild in jeder Hinsicht, auch das möchte Di Matteo sein. Passspiele und Torschussversuche, zwischendurch Besprechungen im Mittelkreis, Einzelgespräche. Der Neue wurde seinem Ruf, ein in allen Belangen penibler Fußballarbeiter zu sein, gerecht, Di Matteo. Ich bin ein Trainer, der sehr viel mit seinen Spielern kommuniziert. Das alles soll helfen, den Erstliga-Heimpremiere Di Matteo im Land des Weltmeisters am 18. Oktober gegen Hertha BSC erfolgreich zu gestalten. Er freut sich auf die Herausforderung. Der Verein steht für Leidenschaft und hat herausragende Fans. Der spielt schon. Ja.
Ich sag mal so. Wo ist denn der Boateng? Vielleicht will er auch einfach nur, hat er ein paar Leute aus der zweiten Mannschaft geholt, der Di Matteo, um zu sehen, wer er hochziehen kann oder so. Keine Ahnung. Weißt du, wie ich meine? Ja, wahrscheinlich. Weil ich sag mal, wenn der Horst Held sagt, du kriegst keine Millionen, um neue zu kaufen, dann will er vielleicht ein paar eigene austesten. Oh, ich bin der Chef. Ist doch so. Das ist eine Mülle, ey. Die verdienen noch alle mindestens. Die verdienen noch mindestens alle 2-3 Millionen netto. Jetzt geht's am Laufen, aber. Zum Sportschau, genau. Geht zu all den Sachen. Guck mal, die Pommes finden. Ich bin gerade in der Bühne getroffen. Ja. Schön war ich, erstmal schön. Die werden die aufgeteilt. Und dann alles die kaputten eigentlich, aber. Die verletzt sind. Ich finde die verletzt, oder? Das ist der Torwarttrainer, ne? Das ist zweit, wa? Eine kann aber auch hier vorne stehen. So. Der dreht sich immer zu schnell um. Das ist nur Pause. Eine andere. Da. Aber der Fuß ist ja da. Ich halte sie so fest, dass wenn sie runterfällt, fällt sie auf Kappas. Oh, pass auf. Ja. Left side. Das fällt mir auf. Mach ja, mach alle Fotos da drauf. Ja, machst du alle Fotos? Ja, du machst überall Fotos. Ich schicke mal gerade einen, wie bei euch, ne? Ja, Sternwarte. Ein bisschen flotter. Das ist ein Schrammer.
Mama, ich nehme. Das ist nicht. Nee, du nicht, Fabian. Du kannst gucken. Das ist mein Fuß. Das ist mein Fuß. Mama, nicht fotografieren. Ja, hör jetzt auf. Bleib stehen. Ja, weiter, ich auch.
wie ist das hier? Was die in der Schweiz gemacht haben, ne? Haben die auch verkauft? Boah, ist hier nicht schlecht. Dann wurde es ernst. Di Matteo begrüßte sein neues Team im Beisein von mehr als 1000 Fans per Handschlag. Unter den 25 Spielern war auch Weltmeister und Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes, der zuvor wegen einer Verletzung 3,5 Wochen pausieren musste. Später war Di Matteo fast immer mittendrin, denn er möchte nicht nur fordern und fördern. Um seinen Bundesliga-Profis zu veranschaulichen, wie er es gerne hätte im Training, machte der Schweizer, in der Schweiz geborene Italiener, Teile der Übung selbst vor. Ein Vorbild in jeder Hinsicht, auch das möchte Di Matteo sein. Passspiele und Torschussversuche, zwischendurch Besprechungen im Mittelkreis, Einzelgespräche. Der Neue wurde seinem Ruf, ein in allen Belangen penibler Fußballarbeiter zu sein, gerecht. Di Matteo: Ich bin ein Trainer, der sehr viel mit seinen Spielern kommuniziert. Das alles soll helfen, den Erstliga-Heimpremiere Di Matteo im Land des Weltmeisters am 18. Oktober gegen Hertha BSC erfolgreich zu gestalten. Er freut sich auf die Herausforderung. Der Verein steht für Leidenschaft und hat herausragende Fans. Der dreht sich immer zu schnell um. Das hört mir auf. Na, ich mach alle Fotos da drauf. Ja, machst du alle Fotos? Ja, du machst überall Fotos. Ich schau mal gerade, wie bei euch, ne? Ja, Sternwarte. Ein bisschen flotter. Mama,
Di Matteo legt auf Schalke los. Um 14.30 Uhr sollte das Training beginnen. Doch es geht viel schneller. Um 14.04 Uhr steht der Schweizer im dunkelblauen Trainingsanzug auf dem Platz. Mila, bleib mal da hinten zum Gitter. Mila. Ganz klares Zeichen. Der Nachfolger des zwei Tage zuvor beurlaubten Jens Keller möchte bei den Gelsenkirchenern nichts dem Zufall überlassen. Schon lange vor der für 14.30 Uhr angesetzten Einheit baute der 44-jährige Di Matteo die Hütchen für die vorgesehenen Übungen auf. Mit ihm auf dem Platz waren zu diesem Zeitpunkt auch sein Assistent Attili Lombardo und Torwartcoach Massimo Battera. Manager Horst Held beobachtete das Geschehen beim aktuellen Tabellenelften von einem Balkon der Schalker Geschäftsstelle. Er steht für eine gute Organisation, eine eigene Spielphilosophie und legt viel Wert auf Disziplin. Auf dem Platz und außerhalb des Platzes, hatte Sportdirektor vorher wissen lassen. Ja, dann komm ich gar nicht. Fotografieren. Ja, das hör jetzt auf. Bleib stehen.
und so. Ich sag mal so. Wo ist denn der Boateng? Vielleicht will er auch einfach nur, hat er ein paar Leute aus der zweiten Mannschaft geholt, der Di Matteo, um zu sehen, wer er hochziehen kann oder so. Keine Ahnung. Weißt du, wie ich meine? Ja, wahrscheinlich. Weil ich sag mal, wenn der Horst Held sagt, du kriegst keine Millionen, um neue zu kaufen, dann will er vielleicht ein paar eigene austesten. Oder? Ich bin der Chef. Ist doch so. Das ist der Müller, ey. Die verdienen noch alle mindestens. Die jetzt mal die A. Die verdienen noch mindestens alle 2-3 Millionen netto. Jetzt geht's am Laufen. Das ist der Torwarttrainer, ne? Das ist der zweite, wa? Keine Kanne, aber auch hier vorne stehen und so.